Hallo, eigentlich wollte ich heute nicht vloggen. Also doch, eigentlich hatte ich mir vorgenommen zu vloggen, weil ich heute einen Termin bei meiner Hebamme habe. Und heute Morgen war mir aber nicht so danach. Und ich habe gedacht, ach, ich kann auch alles über Snapchat und Instagram erzählen. Aber jetzt ist doch so viel an Informationen, die ich euch mitteilen möchte, dass ich mir überlegt habe, dass ich doch einen kleinen Vlog mache, weil ich das alles auf Snapchat erzählt habe oder auf Instagram geschrieben habe. Ist das doch die einfache Variante. Erstmal, ich bin heute 39 plus 4. Ich habe ja meinen eigentlichen, also meinen errechneten Termin am Freitag. Und ja, jetzt sieht es halt so aus. Durch die ganzen Feiertage wird das Ganze natürlich so ein bisschen problematisch, weil wenn man über den Termin geht, soll ja dann alle 2 Tage CTG gemacht werden. Das heißt, das macht natürlich nicht meine Frauenärztin und meine Hebamme hat dienstfrei über Ostern. Das heißt, ich müsste eigentlich, also ich habe am Donnerstag nochmal Termin bei meiner Frauenärztin. Da wird halt nochmal CTG geschrieben, Muttermund wird untersucht und auch das Fruchtwasser. Und dann müsste ich theoretisch Samstag und Montag ins Krankenhaus fahren. Das ist für mich immer, das sind für mich 30 Minuten Fahrtweg. Müsste ich halt dorthin fahren, dann wird dort CTG gemacht und Ultraschall. Und dann halt wieder zurückfahren. Und ist natürlich nicht so ideal. Und deswegen, weil die Schmerzen für mich halt wirklich auch sehr, sehr arg sind. Also ich habe ja seit Wochen beim Laufen diesen Druck nach unten. Heute ist es wirklich so, dass jeder Schritt extremst wehtut. Also das fühlt sich an wie Muskelkater, aber halt wirklich im Unterleib. Es ist ganz, ganz unangenehm. Es tut wirklich sehr weh. Und deswegen haben wir gesagt, versuchen wir jetzt natürlich dem Ganzen noch ein bisschen mehr Schwung zu geben, quasi natürlich einzuleiten. Und da habe ich so drei Mittelchen bekommen, die zeige ich euch jetzt gleich mal. Und zwar fange ich mit Tee unter anderem an. Hier ist drin Zimtstange, Nelken, Ingwerwurzel und Eisenkraut. Also Eisenkraut am vorrangigsten, also hauptsächlich Eisenkraut drin, soll auch nicht so besonders gut schmecken. Und davon soll ich jetzt 1 bis 2 Liter über den Tag verteilt trinken. Das wird garantiert total schrecklich. Ich hasse Kräutertee im Allgemeinen, ja. Aber was muss, das muss. Also den trinke ich jetzt. Dann habe ich hier so ein ganz bestimmtes Massageöl. Fragt mich nicht. Also hier steht drauf UT-Öl. Das ist auch venenanregend. Und das macht man vormittags und dann. Ja, zum Nachmittag, Abend hin ölt man sich damit den Bauch ein, quasi die Gebärmutter. Und dann umwickelt man entweder den Bauch oder legt sich noch ein Wärmekissen drauf, einfach dass da Wärme noch mit zusätzlich zu dem Öl drankommt. Und dann nehme ich noch homöopathische Kügelchen. Oh, die Kamera ist so schwer. Nehme ich noch homöopathische Kügelchen und zwar sind das hier. Gaulophyllum Tallictroides D4. So heißen die. Und die nehme ich jetzt 3-mal täglich vor den Mahlzeiten auch noch zusätzlich. Und es ist halt Venen fördern. Ich habe ja schon sehr, 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 sehr gute Venen. Mein Problem ist nur, dass sie einfach nicht regelmäßig kommen. Also ich habe, ich sage mal, ich habe so eine Stunde Venen und dann ist wieder gut. Und dann geht es in ein paar Stunden wieder los und dann ist wieder gut. Also sie kommen einfach nicht regelmäßig quasi. Und das versuchen wir jetzt mit diesen drei Mittelchen so ein bisschen zu fördern, dass es vielleicht doch heute oder morgen losgeht. Einfach noch vor dem Entbindungstermin, damit ich halt dann nicht in diese Bredouille komme, dass ich übertrage, dass ich dann halt ständig zum CTG muss und so. Und ich will ja auch nicht einleiten müssen. Also das sind ja alles natürliche Sachen und ich möchte einfach nicht diese Chemiekeule dann haben, wenn ich 7 Tage übertragen habe oder so. Und deswegen versuchen wir das jetzt damit. Ich muss mir das jetzt irgendwie. Also ich denke, ich werde jetzt erst nochmal das mit dem Öl machen gleich. Das ist jetzt ungefähr 9:30 übrigens. Dann werde ich mir jetzt die 2 Liter Tee kochen, dass ich das über den Tag verteilt trinke. Und die homöopathischen Kügelchen nehme ich ja vor den Mahlzeiten. Das heißt, ich nehme vor dem Mittagessen dann die erste Dosis und dann schauen wir mal. Also sie sagte halt, dieser Druck nach unten, den ich habe, das ist halt, weil es jetzt auf die letzten Tage zugeht und es ist ebenfalls ein Anzeichen dafür, dass es halt nicht mehr so lange dauert. Und deswegen machen wir das jetzt auch, weil ich halt diese ganzen Anzeichen jetzt schon so lange habe, diesen Druck nach unten,
die schon sehr starken Wehen, dass wir dem Ganzen jetzt einen Schubs geben, dass es einfach jetzt regelmäßig kommt und dass wirklich jetzt losgeht und dass ich halt durch die Schmerzen jetzt nicht auch noch übertragen muss. Und genau, damit lege ich jetzt einfach los. Ich werde mir ein bisschen, glaube ich, wegen dem Tee, dass ich das halt regelmäßig trinke, mir irgendwie einen Wecker stellen. Also, dass ich vielleicht so alle 2 Stunden so eine Tasse trinke, wenn der Wecker klingelt. Weil den Himbeerblättertee habe ich ja auch noch zu trinken. Und genau, dass ich das jetzt wenigstens regelmäßig einhalte. Weil es wäre mir schon lieb, wenn es heute noch losgeht oder dann morgen, weil morgen hat meine Hebamme auch nochmal Bereitschaft quasi im Krankenhaus. Also hätte ich sie dann auch bei mir. Und ja, aber wir müssen sehen, ne? Also es kann auch sein, ich nehme das jetzt hier alles ganz konsequent und ich werde trotzdem übertragen. Wir schauen jetzt einfach mal. Ich wollte euch nur erzählen, dass ich das jetzt alles benutzen werde, dass ich damit heute beginne. Und mal schauen, ob es dann doch heute Morgen vielleicht noch losgeht. Ansonsten wäre es mir natürlich ganz lieb, wenn ich nicht wenn ich nicht Ostern im Krankenhaus liegen würde. Deswegen wäre es schon schön, wenn es heute oder morgen losgeht, dass ich dann vielleicht so Sonntagvormittag wieder nach Hause könnte. Ansonsten übertrage ich gern dann doch ein paar Tage, damit ich halt Ostern bei Wind sein kann einfach. Das ist das erste Ostern, was er so wirklich mitbekommt richtig und das möchte ich eigentlich ungern verpassen, aber man kann sich sowieso nicht aussuchen. Das Baby kommt, wenn es kommen möchte. Und ich lege jetzt los. Ich werde jetzt einölen und Tee kochen und ein bisschen natürlich einleiten. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr eins dieser 3 Sachen auch schon mal benutzt habt. Ob das bei euch was gebracht habt, ob ihr vielleicht noch andere Sachen gemacht habt. Also heiß baden oder warm baden funktioniert bei mir gar nicht. Das war aber bei Vince auch schon so. Also bei Vince lag ich auch während der Geburt quasi 2-mal in der Badewanne. Und das hat mich eher zurückgeworfen, als dass es mich weitergebracht hätte. Also warm baden funktioniert bei mir nicht. Spazieren gehen, ja, das mache ich seit Wochen jeden Tag. Und das bringt mich auch nicht wirklich weiter. Und ja, auch der Himbeerblättertee hat jetzt nicht irgendwie durchschlagende Wirkung gezeigt. Aber ja, ich freue mich auf eure Kommentare, was ihr vielleicht so gemacht habt, um die Geburt noch so ein bisschen voranzutreiben, beziehungsweise erstmal dahin zu kommen, dass man von einer Geburt sprechen kann. Und ich werde das Video jetzt gleich hochladen, denke ich. Jetzt kommt ja dann auch um 11 mein reguläres Dienstagsvideo. Aber wie gesagt, ich das jetzt alles auf Snapchat erzählt hätte oder auf Instagram geschrieben hätte, mache ich es lieber so. Und dann seid ihr auf dem Laufenden, dann wisst ihr, wie es aussieht bei 39 plus 4. Und ja, wir sehen uns dann ganz bald wieder oder lesen oder hören uns oder wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!